So, als nächstes hätten wir hier noch so einen kleinen Schatz. Und den holen wir uns jetzt. Aber erstmal, ich will unbedingt wissen, was diese. Oh. Beherrschungspunkte. Ah, da ist die Erklärung. Du kannst deine Beherrschungspunkte bei Beherrschungsknoten einsetzen, um die Werte eines bestimmten Zweiges zu verbessern. Ich würde mal sagen, Nahkampfschaden und Widerstand und die Gesundheit. So. Dann haben wir noch einen Fertigkeitspunkt. Das haben wir, das haben wir, das auch. Hier unten war aber noch irgendwo etwas, was wir nicht hatten. Das? Das hatte ich noch nicht, wirklich? Aber sonst habe ich jetzt alle, oder? Habe ich auch? Ja, jetzt habe ich alle. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt, dass diese Punkte sind. Was? Nein. Das war's schon? Ihr kommt natürlich frei. Bei Tor. Vielen, vielen Dank. Du bist erledigt. Ja. Ganz dumme Idee. Gut, dann haben wir das Ding hier erfolgreich geklärt. Und wir haben hier noch ein Rätsel. Gesicht. Ja, und deswegen wollte ich gerne eine kleinere, süßere Ausgabe davon. Erstere wird mich mit einem Kind segnen. Der Heidenstein hat keine Zauberkraft. Außerdem gibt es dort Wölfe, große mit Zähnen.
Ich gehe zu diesem Stein und du kannst mich nicht aufhalten. Okay. Warum streitet ihr? Weil mein Ehemann so mutig ist wie eine zittrige Haselmaus. Alles, was ich will, ist ein Kind. Ich bin nicht sicher, wie ich da behilflich sein kann. Es gibt einen Fels mit großen Kräften. Man sagt, dass alle Frauen, die dort die Nacht verbringen, hinterher schwanger sind. Von einem Stein? Von der fruchtbaren Zauberkraft, die ihm innewohnt. Ich muss es selbst sehen. Wirst du mich auf dem Weg beschützen? Jede Frau, die zum Felsen gegangen ist, kam schwanger zurück. Es ist ein Wunder. Klingt nicht nach einem köstlichen Glauben. Der Legende nach hat die Frühlingsgöttin Erstre dort einen Vogel in einen Hasen verwandelt. Und dann habe der Hase bunte Eier für ihr Fest gelegt. Diesem Ort wohnt ein Zauber inne. Vögel werden zu Hasen? Hasen legen Eier? Naja, wir Nordleute kennen komischere Sagas. Da wären wir. Also hatten die auch alle einen Mann dabei, der die hochbegleitet hat und dann schwanger wurden? Ich frag für einen Freund. Das ist der heilige Ort. Na dann. Jetzt oder nachher? Oh, große Erstre, schenke mir deinen Segen. Gib mir, was ich mir so innigst wünsche. Ein Kind. Erstre wird deinen Wunsch erfüllen, durch die Kraft des heiligen Rituals. Such dir beide nach göttlichem Beistand. Diese Frau ist hier, um die Kräfte des Fruchtbarkeitssteins in sich aufzunehmen. Sehr wohl. Niemand bleibt unbefriedigt. Wie lange es auch dauert und was ich auch geben soll, ich werde es tun. Ach, so werden die hier schwanger. Alles klar. Ich gehe mal den Mann holen. Okay, alles klar. Hier wurden vielen Frauen ihre innigsten Wünsche erfüllt. Nimm alles in dich auf. Aber das ist zu viel für mich. Ja, Schatz. Oh ja. Ja. Spürst du die Kraft? Oh, oh ja. Wirklich? Bist du froh, dass du gekommen bist? Ja. Darf ich das mal auf YouTube hochladen? Nur wir beide. Und die Göttin. Klar, die vergessen wir nicht. Die vergessen wir nicht. Oh, Estre. Estre. Oh ja. Ja, wirklich? Ja, ja. Oh ja. Oh ja. Wow. Oh ja, ich fühle die Kraft. Ob es hier viele Kuckuckseier im Nest gibt? Da hinten ist gerade eins. Oh ja, was bin ich froh. So froh. Oh Himmel. Oh ja, die Göttin. Oh, die Göttin. Okay, Oh ja, die Göttin, oh ja. Oh, oh. Ich glaube... Sehr gut. Ja. Ich hoffe, es gibt keinen Strike auf YouTube dafür. Man sieht ja nichts, aber man hört was. Und ja. Oh ja! Diese göttliche Essenz verteilt sich wirklich über ganz Sud-Sexe. Ich sollte sie ihrem... Ritual überlassen. Okay. Ja, gut. Ich lasse die mal da liegen. Was steht denn hier? Viele Frauen kommen hierher. Also Dankbezeugung einer Gläubigen. Naja, wohl eher Dankzeugung. Alles klar. Gut.
So, weiter geht's. Wir haben hier oben. Hier ist noch ein Schatz. Also ich finde es gut, dass die, soll ich sagen, da keine nackte Haut gezeigt haben. Das finde ich sehr gut. Seele, Mörder! Du kannst seinen Augen nicht entgehen! Was? Dieses Grab wurde geöffnet. Sieht aus, als würde dort jemand leben. Das ist doch Irrsinn! Ich war ein Mann des Friedens, aber ihr lehrt! Dein Durst nach Rache hat dich hergeführt. Ruhe in Frieden. Ja, das ging schnell. Als nächstes hätten wir hier der Unterschlupf des Mönchs. Auch das ist ja eine süße kleine Hütte. An diesem Ort hat der Mönch dunkle Rache an seinen Opfern verübt. Das sieht aus wie in einem Pfarrhaus im Nachbardorf. So. Also, das ist andere Grenze. Dann gehen wir mal zu diesem Artefakt hier. Mönchs. Der wird keine weiteren Nordleute mehr ermorden. Das kann man doch nicht machen. Viel besser. Holy shit, das ist eine harte Nummer. So, als nächstes haben wir hier noch die Ruinen der Abtei. Dann werde ich mir die mal ansehen.
Nein! Also, als nächstes hätten wir hier noch das kleine Ding da hinten. Ich finde es schön hier. Ist mal was anderes. Wohl, geht das hier? Natürlich nicht. Jetzt sollte es aber gehen, oder? Sieh mal nach, Sir. Da kommt man nicht rein. Und hier unten ist eine offene Tür. Was jetzt so gewollt war, weiß ich nicht, weil über dieses Fenster kann man von draußen reinschießen normalerweise. So, damit hätten wir oben eigentlich alles gemacht, oder? Hier auf dieser Seite war es das. Was haben wir hier noch?